Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Heute wollen wir über Leistung sprechen. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, es gibt nicht nur eine Leistung im Wechselstrom. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, es gibt eigentlich nämlich schon nur eine Leistung. Ich mache jetzt eine Definition, es gibt nämlich die Momentanleistung. Das ist eigentlich die einzige Leistung, die es wirklich gibt, ja, die es so physikalisch wirklich da ist. Ja. Das wäre die Momentanleistung, heißt diese Momentanleistung. Wo ist jetzt die Momentanleistung? Wie berechnen wir Leistung? Können sich natürlich auch alle erinnern. Die Leistung, und diesmal schreibe ich es klein, weil die Leistung kann sich ja diesmal zeitlich ändern, ja, ist gleich die Spannung U, die gerade zu diesem Zeitpunkt T herrscht, multipliziert mal den Strom, der gerade zu diesem Zeitpunkt herrscht. Und jetzt stellen wir uns vor, U und I sind Sinusschwingungen. Und da können wir uns locker vorstellen, wie das B von T ausschaut. Mit Deck. Sicher. Natürlich nicht. Und ich kann es auch nicht zeichnen. Man hat gesehen, wie meine Sinusschwingungen aussehen. Deswegen habe ich am Computer was vorbereitet. Und wir werden uns das am Computer ansehen, weil der Computer zeichnet nämlich Sinusschwingungen wesentlich schöner, wie ich es mache. Also, schauen wir uns das an. So, also am Computer habe ich ein Excel-Sheet vorbereitet. Und dieses Excel-Sheet sieht so aus. Ja, und ich habe hier zwei Sinusschwingungen aufgezeichnet. Die blaue Sinusschwingung ist die Spannung, U von T, und die rote Sinusschwingung ist der zugehörige Strom, und da oben kann ich einen Widerstand einstellen. Ja, da oben kann ich einen Widerstand einstellen, wo ist das? Da oben. Da kann ich einen Widerstand, im Moment haben wir 220 Volt Effektivwert, okay, Scheitelwert von der Spannung, und 50 Hertz, und dann schaut das halt so aus, wie es so ausschaut, und an einem Widerstand von 125 Ohm. Realen Widerstand. Dadurch sind Strom und Spannung in Phase. Und wenn ich jetzt diese Sinusschwingung zu jedem Zeitpunkt eine Multiplikation bilde, das ist das, was ich hier in dieser Spalte gemacht habe, da wird einfach Strom und Spannung multipliziert, also die Leistung berechnet, die Momentanleistung berechnet. Und wenn ich mir die anzeigen lasse, dann schaut das so aus. Aha! Es ist also, in diesem Fall sehen wir hier eine positive Leistung und auch bei den negativen Halbwellen sehen wir eine positive Leistung. Die Leistung pulsiert, macht aber immer so, also wir schieben die Leistung nicht kontinuierlich in das Gerät, sondern wir schieben die Leistung pulsierend in das Gerät. Und im Mittel haben wir da irgendwo einen Mittelwert, da wo das herumschwingt, diese Leistung. Im Mittel transportieren wir eine mittlere Leistung. Also so funktioniert das beim Wechselstrom. Obwohl die Spannungen und die Ströme einmal so, obwohl das so hin und her zittert praktisch, wird die Leistung dann immer wieder in eine Richtung geschoben. Okay? Zumindest ist das bei einem Widerstand so. Jetzt schauen wir uns ja an, was bei einer Spule passiert zum Beispiel. Ja. Bei einer Spule haben wir gesagt, okay, wir haben null Realteil und wir haben irgendeinen Imaginärteil und ich nehme jetzt da wieder 125 Ohm, so wie wir zuerst gehabt haben. Schaut anders aus. Sieht anders aus. Wir haben da eindeutig, ich meine, es ist eindeutig einmal eine Spule, ja, weil der Strom ist nacheilend. Hier haben wir die Spannungswelle und hier haben wir die nacheilende Stromwelle. Aber schauen wir mal, was mit der Leistung passiert ist. Die pulsiert auch. Ja, macht schon. Aber rund um Null. Also hier in diesem Bereich hier zwischen 5 Millisekunden und 10 Millisekunden wird Leistung hineingeschoben, wenn man das so nennen will. Und im nächsten Bereich wird genau die gleiche Leistung wieder weggenommen. Also über Phasenverschiebung.
90 Grad Phasenverschiebung haben wir ja. Und auf einmal transportiere ich im Mittleren gar keine Leistung mehr. Gar keine. Ja? Das ist weg. Ich transportiere schon Leistung, nur Hitzruck. Ja? Also es ist genau so, wie ich mir das eigentlich ursprünglich eigentlich gedacht habe, dass das bei Wechselstrom sein müsste. Also, okay. Da haben wir zwar momentan Leistungen, aber der Mittelwert der Leistung ist null. In Summe transportiere ich keine Leistung. Schauen wir uns das an, wie das bei einem Kondensator ist, wenn ich zum Beispiel jetzt minus 125 nehme. Recht viel anders sieht es nicht aus. Jetzt ist zwar der Strom fuhren und die Halbwellen haben sich verschoben, aber auch hier haben wir Null. Ich transportiere eine Momentanleistung hin, zurück, aber in Summe eigentlich nichts. Und wie schaut es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel 45 Grad Phasenverschiebung habe? Aha. Da wiederum sehen wir, dass die Leistung, ja okay, es gibt einen gewissen Anteil, hier zum Beispiel in diesem Bereich, ja, da gibt es einen gewissen Anteil, wo die Momentanleistung negativ ist, also wo wieder was weggenommen wird. Aber es wird dann mehr eingeschoben oder ein bisschen was weggenommen, ein bisschen was weggenommen und so weiter. Das bedeutet, hier habe ich einen Mittelwert, einen transportierten Mittelwert. Aber nicht die gesamte Leistung, die möglich wäre, wird auch wirklich transportiert. Ja? Wie gesagt, momentan Werte werden immer transportiert. Aber der Mittelwert ist eben nicht ganz dort, wo ich könnte mit diesem Strom und mit das, wir beachten bitte, wir haben immer die gleichen Ströme und Spannungen. Ja? Wir könnten mit diesem Strom und mit dieser Spannung nur wesentlich mehr mittlere Leistung transportieren. Ja? Das ist offensichtlich abhängig vom Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung. Ja. Ja. Soweit also zur Erklärung auf dem Computer. Jetzt fassen wir das Ganze auf unserem Zettel zusammen. Okay? Aha! Wir haben also die Momentanleistung pulsiert. Gut, ja. Wir haben aber auch einen Mittelanteil der Momentanleistung. Das ist die Leistung, die im Mittel irgendwo hinkommt. Das ist die Leistung, die wirklich wirkt. Und deswegen heißt das Zeug Wirkleistung. Also wir haben eine Wirkleistung. Das Formelzeichen dieser Wirkleistung ist P. Großes P. Diesmal. Weil dieses Mal ist er nicht zeitlich abhängig, sondern das ist nämlich der zeitlich momentane Mittelwert der Momentanleistung. Also der zeitliche Mittelwert der Momentanleistung. Okay. Einheit, 1 Watt. Kennen wir. Ja, James Watt, der macht es. Das ist die Wirkleistung. Ja. Ich habe aber auch I, wenn ich die Effektivwerte multipliziere, dann habe ich eine andere Leistung. Ja. Dann habe ich, weil ich sage, okay, Moment, mein U ist genauso effektiv wie ein Gleichspannungs-U, das ist der Effektivwert, war so definiert, und mein I ist genauso effektiv wie ein Gleichspannungs-I. Also wenn ich die zwei multipliziere, müsste ich eigentlich eine Leistung bekommen, weil das eine ist so effektiv und das andere ist so effektiv, also multipliziere es. Ja, man bekommt auch eine Leistung und diese Leistung heißt Scheinleistung, weil die habe ich scheinbar, aber anscheinend nicht wirklich, wie wir gesehen haben. Ja? Scheinleistung heißt das Zeug. Diese Scheinleistung ist S und das ist U mal I. Das ist das Produkt der Effektivwerte. Und wir haben gesehen, da kam eh rausgekommen. Ja? Weil wir haben einen Fall gehabt, da war Wirkleistung nichts, kein Mittelwert, aber Scheinleistung war genauso groß wie vorher. Ja?
die Einheit zum Unterscheiden von einem Watt, dass ich sage, jetzt könnte ich auch sagen, es ist ein Watt, ja, also es ist Volt mal Ampere ist Watt, ja, aber wir sagen, die Einheit ist 1 VA, Voltampere. Das ist einfach, um klarzustellen, Moment, das ist nicht das, das ist nicht die Leistung, die ich transportiere, das ist etwas Virtuelles, was ich eigentlich nicht wirklich zur Verfügung habe. Ja? Deswegen sagen wir VA. Und es gibt ein Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung. Also ich kann sagen, P dividiert durch S, das ist der sogenannte Leistungsfaktor, heißt es. Also wie viel Prozent von der Scheinleistung kann ich wirklich, habe ich wirklich als Wirkleistung zur Verfügung? Leistungsfaktor. Bei reinen Sinusgrößen spricht man auch hin und wieder von einem Cosinus Phi. Das ist genau das. Warum, werden wir gleich sehen. Cosinus Phi bei Sinusgrößen sagt man Cosinus Phi zu diesem Leistungsfaktor. Normalerweise heißt der Lambda. Okay? Lambda, Leistungsfaktor. Okay? Das heißt die Scheinleistung. Was fehlt denn zwischen Scheinleistung und Wirkleistung? Dort fehlt die sogenannte Blindleistung, heißt das Zeug. Soll Leistung heißen? Blindleistung. Das Formelzeichen der Blindleistung ist ein Q. Und jetzt ist das nicht einfach so definiert, dass man sagt, okay, das ist S minus P, sondern das schaut so aus, das ist S zum Quadrat minus P zum Quadrat. Und dann die Wurzel draus. Was heißt das jetzt, wenn man das so definiert hat? Was heißt das? Sagen wir, wir haben irgendwo eine gewisse Scheinleistung S. Da. Zeige ich jetzt auf. Das ist mein S. Dann habe ich irgendwo ein Teil davon. Ist meine Wirkleistung P. Ja. Und das ist ein Pythagoras. Deswegen habe ich das jetzt so komisch aufgezeichnet. Weil jetzt kann ich dann nämlich mein Q einzeichnen. Das ist meine Blindleistung Q. Und das bildet ein rechtwinkeliges Dreieck. Und interessanterweise ist zwischen S und P genau der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung Phi. Ja? Das ganze Zeug heißt Leistungsdreieck. Und jetzt ist auch klar, warum wir da Cosinus Phi sagen. Weil wenn es nämlich lauter sinusförmige Größen sind, dann ist S mal Cosinus Phi ist P. Deswegen ist das der Leistungsfaktor. Okay? So schaut also dieses Leistungsdreieck aus, weil wir die Blindleistung so definiert haben, dass das eben so Pythagoras-mäßig da sie zusammenstoppelt. Okay? Jetzt ist es so, dass die Wirkleistung wird vom Wirkwiderstand erzeugt und die Blindleistung wird von den Blindwiderständen erzeugt. Das passt also zusammen. Wirkleistung, Wirkwiderstand, Realteil der Impedanz, Blindleistung, Blindwiderstand, Imaginärteil der Reaktanz. Ja? Jetzt kann das natürlich Plus oder Minus sein, jetzt kann das nach oben oder nach unten gehen. Und ja, dann zeigt ihm das Scheinleistung so ein bisschen nach unten, wenn das Q negativ ist. Okay? Jetzt kann ich hier also mit komplexen Größen rechnen. Und wenn ich mit komplexen Größen rechnen kann, ja, dann kann ich nämlich auch meine Scheinleistung komplex ausrechnen. Also meine komplexe Scheinleistung S. Das ist der Pfeil da. Der Pfeil entsteht da jetzt. Ja. Diese komplexe Zahl, das S als komplexe Zahl, ist gleich. Und jetzt nehme ich das U als komplexe Zahl. Und jetzt wissen wir ja schon, was kommt. U mal I. Ja. Aber so einfach ist es leider nicht. Ja. So einfach ist es leider nicht. Ich muss da I Stern nehmen. Ich muss die Konjugiertkomplexe. Dann kommt das S, egal wie U und I zueinander stehen, wenn ich das so befolge, kommt das S immer richtig raus. Ja. Mit einem positiven oder negativen Winkel. Positiv
ich wäre dann praktisch induktive Blindleistung, negativ wäre kapazitive Blindleistung und dann habe ich, das ist praktisch dann weiter P plus JQ. Also das P ist der Realteil von S und das Q ist der Imaginärteil von S. Wenn ich das immer so ausrechne, kommt das immer korrekt heraus. Cool, hä? Ich finde schon. Das sind also die Leistungen im Wechselstrom. Ja? Momentan Leistung ist die Leistung, die jetzt im Moment wirklich transportiert wird. Wirkleistung ist der zeitliche Mittelwert der momentanen Leistung. Die Scheinleistung ist die Leistung, die ich abrufen könnte, scheinbar habe. Wenn der Phasenwinkel 0 wäre, habe ich einen Phasenwinkel, bildet sich das Leistungsdreieck und die Scheinleistung und die Wirkleistung weichen voneinander ab. Und dazwischen habe ich nur die sogenannte Blindleistung. Und wenn ich das Ganze komplex berechne, kommt halt diese Formel raus, dass die Wirkleistung der Realteil und die Blindleistung der Imaginärteil der Scheinleistung ist. Okay? Bildet das Leistungsdreieck. So sieht das aus. Ja? Wie kommt es überhaupt zu unterschiedlichen Imaginär- und Realteilen? Ja? Durch irgendwelche Verschaltungen von Elementen. Und eine Verschaltung von Elementen werden wir uns das nächste Mal ansehen. Das nächste Mal schauen wir uns ja an, wie schaut es aus bei einer Serienschaltung von einem Widerstand und einer Spule. Serienschaltung von R und L. Ja, schauen wir uns das Zeigerdiagramm an und so weiter, schauen wir an, was da rauskommt. Ja, nächstes Mal. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.